Hast du's? Okay. Okay, also herzlichen Dank für diese herzliche Begrüßung. Gut, was werden Sie jetzt von mir zu hören bekommen? Ich hoffe, das mit dem Ton haut hin. Rede ich laut genug? Als erster Blick darüber, gut. Also der Vortrag wird sich so auf diese vier Teile gliedern. Einmal das Wörgler-Freigeld, das ich vorstellen will. Da habe ich ein paar Folien mit Fotos von damals, dass man ein bisschen einen Eindruck gewinnt von dem Ganzen. Was war damals historisch in Wörgl? Wie ist das einzuordnen? Dann das Thema Geld und Macht, das können wir ein bisschen kürzer halten, nachdem wir da eh schon einiges dazu heute gehört haben. Nur das gehört natürlich dazu, wenn man dann zu dem Thema kommt, demokratisches Geld, was heißt denn das heute überhaupt oder was stellen wir uns darunter vor? Dann eben Lösungsansätze, die jetzt in Österreich in der Szene diskutiert werden und weitestgehend Konsens sind. Also wie könnte diese Geldarchitektur der Zukunft aussehen? Und zum Schluss noch ein bisschen, was macht unser Unterguckenberger Institut, was machen wir in Österreich in dieser Szene Neues Geld? Zur Geldgeschichte kurz, also Komplementärwährungen gibt es schon seit Jahrhunderten, das ist an und für sich nichts Neues. Und komplementär ist nicht alternativ, das wird auch oft verwechselt. Alternativ ist ersetzend und komplementär ist ergänzend. Also so Zweitgeldsysteme in der Geschichte, die hat es beispielsweise in Ägypten genauso gegeben wie im Mittelalter oder in China. Das Prinzip ist, dass es für den Außenhandel Edelmetallwährungen gibt und für die Binnenwirtschaft Geld, das einen, also keinen Material oder geringen Materialwert hatte. Tonscherben in Ägypten zum Beispiel für das Getreide, das eingelagert worden ist. Durchs Verderben von des Getreides sind die Tonscherben, je älter die geworden sind, umso weniger wert gewesen. Brakteaten im Mittelalter, also die Kathedralen, die heute stehen, sind meist ein Relikt aus der Zeit und zeigen, wie dann nicht in Geld investiert wird, sondern in reale Werte. Also Mittelalter hat zu der Zeit Kunst und Kultur sehr aufgeblüht. Cash in China, zur Zeit Marco Polos, die runden Lochmünzen, kennt man vielleicht noch, auch wertloses Geld für den Binnenhandel und Metall für den Außenhandel. Im 20. Jahrhundert sind es dann die Schwundgelder. Schwundgeld wird nicht gern gehört, aber ich sage, das Schwundgeld ist gar nicht so schlecht. Geld als Tauschmittel. Wenn nichts zum Tauschen da ist, warum soll das Geld nicht auch verschwinden? Und was wir heute haben, ist ja genau das Problem, dass viel zu viele Guthaben da sind, die auf dem Markt Anlage suchen. Also Schwundgeld, wenn Geld nicht mehr gebraucht wird, kann es auch verschwinden. Im Zusammenhang mit Silvio Gesell ist natürlich der Schwund, also die Geldgebühr, die Geldsteuer gemeint. Und da hat es das erste Experiment nicht in Wörgl gegeben, das ist das bekannteste geworden, das erste war in Schwanenkirchen. Es ist 1929 in Erfurt in Deutschland die Vera Tauschgesellschaft gegründet worden. Die Vera war ein leistungsgedecktes Geld, also kein mit einer Nationalwährung hinterlegtes Geld, wie es dann das Wörgler Freigeld war. Mit der Vera hat in Schwanenkirchen ein Bergwerksingenieur so ein regionales Bergwerk wieder flott gemacht und mit dem die Regionalwirtschaft belebt. Also der hat keinen Bankkredit bekommen, ist dann zu der Tauschgesellschaft gegangen, hat dort den Kredit erhalten und mit dem hat er gearbeitet. 1931 hat die Deutsche Reichsbank festgestellt, hoppla, da ist anderes Geld im Umlauf, Banknotenmonopol der Nationalbank, das ist nicht erlaubt. Es ist dann verboten worden. Die Wörgler haben das Experiment gekannt, der Bürgermeister unserer Gemeinde war der Michael Unterguckenberger, also auch der Namensgeber unseres Vereins. Und der war 1931 zu Pfingsten in Schwanenkirchen, hat sich das auch vor Ort alles genau angeschaut. Und Wörgl hat dann aus dem Verbot in Deutschland insofern gelernt, dass man gesagt hat, man macht jetzt nicht neues Geld, sondern diesen umständlichen Namen, Arbeitswertschein. In Schilling ist ein Gutschein auf Geld. Damit hat man argumentiert gegenüber der Nationalbank, wir haben hier kein neues Geld,
sondern wir haben ja nur einen Gutschein und das Geld dafür hinterlegen wir. Also der Vorwand, dass man von vornherein verbietet, war damit vom Tisch. Das ist ein Blick auf Wörgl. 1930 hat unsere kleine Stadt so ausgesehen. Es waren damals ungefähr 4200 Einwohner. Wörgl ist ein Bahnknotenpunkt wie Köthen, also da haben wir was gemeinsam. Was man da sieht, ist die Remise der Lokomotiven. Und dass Wörgl, die Eisenbahn sehr wichtig war, einerseits ist dadurch Gewerbe und Industrie angesiedelt, weil der Standort durch den Verkehr, durch die Transportmöglichkeit erst interessant wurde. Auf der anderen Seite hat sich durch die Elektrifizierung der Bahn, die ist dann Ende der 1920er Jahre so ausgewirkt, dass halt die Bahn auch sehr viele Leute entlassen hat. Das sind so Industrieansiedlungen, man sieht die Eisenbahn geht da so zwischendurch. Das, im Vordergrund ist eine Zellulosefabrik, die hat das Papier für die Boulevardpresse in Paris hergestellt. Das dahinter, was man sieht, so die rauchenden Schlote, sind Zementwerke. Also in der Umgebung von Wörgl im Bezirk Hufstein steht die Wiege der österreichischen Zementindustrie in der alten Monarchie. Das heißt, es war eine sehr wichtige Industrie, wo sehr viele Menschen beschäftigt waren. Durch den Börsencrash 1929 und die folgende Weltwirtschaftskrise hat dann die Arbeitslosigkeit da natürlich viel gravierendere Auswirkungen gehabt, wie in rein ländlichen Regionen, die mehr bäuerlich versorgt waren. Durch das, dass einfach da viel mehr Arbeiter beschäftigt waren und die Werke vorher zugesperrt haben. Das Zementwerk im Hintergrund, was man sieht, hat an die 360 Menschen beschäftigt, ist 1931 zugesperrt worden für immer. Vorne die Zellulosefabrik, da waren über 400 Beschäftigte, da waren nur mehr eine Handvoll Leute über, die dann die Anlagen bewacht haben. Und so ist es dahin gegangen. Also in der Region waren 1500 Arbeitslose, in Wörgl selbst 400 und davon 200 ausgesteuert. Das heißt, 200 haben keine staatliche Unterstützung mehr erhalten und sind damit in die Armenfürsorge der Gemeinde gefallen. Das war so die Ausgangssituation für das Wörgler Freigeld. Ich weiß nicht, wie weit das schon bekannt ist, das ist mal so eine Kurzübersicht jetzt über die Fakten. Der Initiator war der Michael Unterguckenberger. Es war dann ein Nothilfeprogramm, mit dem die Gemeinde ein Infrastrukturbauprogramm durchgeführt hat. Die Gemeinde selber war ja auch nicht finanziell in einer guten Lage, sondern durch rückläufige Steuereinnahmen hat man ja jahrelang Arbeiten verschoben. Also die Straßen waren sehr desolat, es hat jede Menge Arbeit gegeben. Was eben nicht vorhanden war, war in der Gemeindekasse das Geld, um das zu bezahlen. In der Situation hat eben der Bürgermeister sich dann mit seinem Gemeinderat besprochen und man hat dann beschlossen, einstimmig, dass man diese Arbeitswertscheine, die man da noch sieht, einführt, um damit Arbeiter zu bezahlen, um ein Nothilfeprogramm mit Baumaßnahmen durchzuführen. Das Ganze hat gedauert von Juli 1932 bis September 1933. Die Zahl der Beschäftigten durch diese Bauprogramme haben geschwankt. Das waren einmal weniger, einmal mehr. Aber so im Schnitt sind durch diese Programme an die 100 Leute beschäftigt worden. Also entweder direkt oder indirekt in der Zulieferindustrie, dass die dann nicht entlassen worden sind. Und wir haben vom Chiemgauer gehört, also der Christian Gellery sagt, dass der Chiemgauer heute ungefähr 2,5-mal so schnell unterwegs ist wie der Euro. Beim Wörgler Freigeld war das 9 bis 10-mal schneller als der Nationalbankschilling. Also kann man sich ungefähr ausrechnen, was das an Wertschöpfungspotenzial für den Ort war. Das sind jetzt die Wörgler Arbeitswertscheine, die hat es eben in 5 Nominalen geben, einmal in einem Schilling, in 5 Schilling und 10 Schilling. Und auf jedem Schein ist auf der Rückseite die Begründung und die Rechtfertigung für die Aktion aufgedruckt gestanden. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen klein, das wird man nicht lesen können. Aber zu den bemerkenswertesten Sätzen darauf zählt, die Menschen leben vom Austausch ihrer Leistungen.
Der langsame Geldumlauf hat den Leistungsaustausch zum großen Teil unterbunden und Millionen arbeitsbereiter Menschen haben dadurch bereits ihren Lebensraum im Wirtschaftsgetriebe verloren. Der Leistungsaustausch muss daher wieder gehoben und der Lebensraum für bereits Ausgestoßene wieder zurückgewonnen werden. Diesem Ziel dient der Arbeitsbestätigungsschein der Marktgemeinde Wörgl. Er lindert die Not, gibt Arbeit und Brot. Und wenn man sich den Inhalt anschaut, der ist sehr aktuell. Das könnte man heute auch wieder draufschreiben. Wir haben in Südeuropa, in Spanien, Griechenland, Jugendarbeitslosigkeitsraten von 45-50%. England 45%. Also die Situation der Welt stellt sich heute wieder sehr ähnlich dar, wie sie 1932 auf den Wörgler Arbeitsmarkt draufgeschrieben haben. Der Michael Unterguckenberger war Eisenbahner. Man sieht ihn da in der Mitte des Bildes mit dem riesen Schraubenschlüssel. Das ist der Michael Unterguckenberger. Er stammt aus einer Hopfgartner Arbeiterfamilie, ist 1884 geboren, hat mit 12 Jahren die Volksschule verlassen müssen, um den Familienhaushalt finanziell zu unterstützen. Er hat in einem Sägewerk gearbeitet, wollte aber unbedingt eine Lehre machen und hat die dann in Imst auch gemacht. Ist Mechaniker geworden, dann auf die Walz gegangen, wie es damals noch üblich war, und hat in Schlesien die Gewerkschaftsbewegung kennengelernt. Er ist dann 1905 nach Wörgl zurückgekommen, wurde Lokführer und hat dann die Gewerkschaftsbewegung von 100 auf 800 Leute ausgebaut. Also ein sehr großes Engagement gezeigt. Er war auch 1919 dann Vizebürgermeister für die Sozialdemokratische Partei. Und es war in Tirol eine große Besonderheit, weil unser Land gilt heute noch als sehr schwarzes Land, also als sehr bürgerlich-konservativ dominiert. Und als Bürgermeister war er damals einer der wenigen sozialdemokratischen Bürgermeister dann auf weiter Flur. Er war auch ein sehr geselliger Mensch. Also ich mache das jetzt ein bisschen ausführlicher, weil für mich der Michael Unterguckenberger eben eine sehr faszinierende Persönlichkeit ist, weil er ist im Grunde das, was man heute sagen würde, er ist ein super Netzwerker, der die Wirtschaft auch von allen Seiten kennengelernt hat. Und er war zudem ein sehr geselliger Mensch. Also da ist er als Musikant drauf. Er sitzt da so als zweiter von links. Das war in den 1920er Jahren, das war so ein Tanzmusikensemble, die lustigen Wörgler haben sie sich genannt. Und die haben halt so bei Festen aufgespielt. Er hat eine Arbeiterjugendmusikkapelle gegründet, hat den Jugendmusiknachwuchs selber ausgebildet. Er war in sehr vielen Vereinen. Er hat eben dann auch durch seine persönliche Biografie, seine erste Frau ist 1917 gestorben, im Krieg an mangelnder Ernährung und an einer Lungenkrankheit. Er hat dann nochmals geheiratet und die zweite Frau war die Rosa Unterguckenberger, die war Geschäftsfrau. Also er hat als Kind die Arbeit kennengelernt, er war dann Bahnbeamter, Lokführer, war Gewerkschafter und hat dann eine Unternehmerin geheiratet. Und da sieht man so die Wörgler Gesellschaft zu der Zeit, die 1931 dann eine Freiwirtschaftsgruppe gegründet hat. Der Michael Unterguckenberger war ein Mensch, der sich selber die Bildung, die er in der Jugend durch die Schule nicht bekommen hat können, die hat er sich selber angeeignet. Durch sehr viel Lesen, also er hat 1917 die ersten Schriften von Silvio Gesell in die Hand bekommen. Er hat sich mit sozialreformerischen Schriften auseinandergesetzt, natürlich mit den Inhalten der Parteien als Politiker. Er hat die Biografie von Henry Ford gelesen, also was wollte der Begründer des Industriezeitalters. Und er hat das auch sehr diskutiert in dieser Gemeinde. Das war nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern das waren, da auf dem Bild, das sind durchwegs Geschäftsleute. Drauf ist zum Beispiel auch der Hans Burgstaller, Redakteur von der Zeitung, die dann die Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Also es ist im Grunde, bevor die Aktion losgegangen ist, hat er eine große Unterstützung bereits aus allen Kreisen der Bevölkerung gehabt. Das ist das Haus von Michael Unterguckenberger, das Geschäft von der Rosa. Und das hat auch eine große Bedeutung gespielt, weil wer glaubt heute, das ist Geld? Damals war es nichts anderes, es ist erst einmal Misstrauen da, wer nimmt denn das an?
Und die Rosa mit ihrem Geschäft war natürlich von Anfang an dabei und war auch dann für andere Geschäftsleute Vorbild, dass man gesehen hat, okay, das funktioniert. Umsatz kann gemacht werden und also sie war da auch eine sehr tragende Figur in der ganzen Umsetzung. Was auch dazu zu sagen ist, dieses Haus ist von der ersten Wohnbaugenossenschaft gebaut worden. Und zwar haben sie da die Eisenbahner zusammengeschlossen, der Michael Unterguckenberger als Lokführer und andere, haben sich Land gekauft und haben sich eine Reihenhaussiedlung gebaut. Also sie wollten noch wesentlich mehr Häuser bauen, ist dann aber leider aufgrund der historischen Entwicklung nicht mehr dazu gekommen. Aber das war so geplant und zu diesen Häusern haben immer Selbstversorgergärten gehört. Das heißt, der Gemüsegarten mit Obst, das war ganz selbstverständlich. Wichtig war, dass dies eine überparteiliche und weltanschaulich übergreifende Aktion war. Das drückt das Foto auch ganz gut aus und auch die Treuhänder der Aktion, die damals gefunden wurden. Da sitzt der Georg Staber, der war Heimwehrleiter. Die Heimwehr war die bewaffneten Einheiten des bürgerlichen Blocks in Österreich. Der Michael Unterguckenberger als Bürgermeister war der Chef der Sozialdemokraten, die dem Schutzbund vorgestanden sind, also die zweite bewaffnete Einheit zu der Zeit. Dann ist der Gemeindesekretär Winkler und der Pfarrer Matthias Riedelsberger. Und die sind alle hinter der Aktion gestanden. Das heißt, da hat es keine politischen Querschüsse gegeben, sondern man war sich einig in dieser Zeit der Not, das hilft Wörgl und es sind alle Beschlüsse einstimmig gefasst worden. Mitgespielt hat auch die Raiffeisenkasse. Und die Raiffeisenkasse damals war keine Bank, wie man heute im Sinne einer Bank sagt, es ist eine Bank. Das war keine Geschäftsbank, die mit der Mindestreserve Kreditgeld hat schöpfen können, sondern das war noch wirklich nach dem Kassensystem, was an Spareinlage da ist, kann die Bank als Kredit vergeben. Die Raiffeisenkasse hat bei der Aktion sehr gern mitgemacht, die war nämlich selbst auch fast pleite. In Notzeiten brauchen Leute ihr Spargeld auf, damit hat die Bank auch kein Geldvolumen mehr für Kreditvergaben gehabt. Da sieht man den Kassenleiter Steinbacher bei der Einwechslung von Arbeitswertscheinen mit Wörgler Geschäftsleuten. Die Raiffeisenkasse hat mitgemacht, ohne daran selbst etwas zu verdienen. Umwechselgebühren oder wenn dort Marken gekauft worden sind, der Ertrag ist an die Gemeinde abgegeben worden als Steuer für die Armenfürsorge. Also sämtliche Einnahmen aus der Wörgl Arbeitswertscheinaktion waren zweckgebundene Steuer, Sozialsteuer für die Armenfürsorge. Der Kassenleiter Georg Steinbacher hat dann natürlich gesehen, die Deckung, die die Gemeinde hinterlegt hat, die ist ja nicht in vollem Umfang gebraucht worden, um das wieder umzuwechseln. Durch das, wenn die Arbeitswertscheine in der Gemeinde zirkulieren, liegt ja die Deckung. Und er hat dann aus dieser Deckung an die Geschäftsleute Kredite vergeben. Und zwar zu 6% Zinsen. Das war damals deutlich unter dem üblichen Zinsniveau, aber es war auch ein Zinsgeschäft. Nur den Zins hat nicht die Bank behalten, sondern hat sie auch für die Armenfürsorge an die Gemeindekasse abgeführt. Durch das war auch möglich, dass die Kaufleute von außen Waren holen haben können. Also diese Schnittstelle Regiogeld, Außenhandel, ist durch das System ermöglicht worden. Da sieht man jetzt ein paar Bilder, was im Zuge dieses Bauprogramms, dieses Infrastrukturbauprogramms gemacht wurde. Also das ist Straßenbau, das ist jetzt zum Beispiel der Bau von der Wiltschönauer Straße. Oben sieht man so einen Schuppen, das ist auch ein Freigeldbauprojekt. Damals waren die Baumaschinen halt, das war halt alles noch sehr primitiv und hat natürlich auch viel mehr Arbeiter erfordert, weil heute schickt man einen Bagger und einen Lastwagenfahrer und damals war das halt noch wesentlich mehr Handarbeit. Also durch das haben auch entsprechend viele Arbeitslose beschäftigt werden können. Da sieht man zum Beispiel auch diesen Brückenbau, dann im März 1933. Damals war es in Tirol eigentlich üblich, dass Holzbrücken gebaut worden sind und die Wörgler haben aber dann beschlossen, wir haben den Rohstoff da, wir bauen die Brücke in Stahlbeton. Die hat dann auch sehr lang gehalten,
die ist erst in den 1980er Jahren verbreitert worden. Also die gibt es nach wie vor. Das ist die Hauptzufahrt ins Hochtal Wildschönau. Das ist ein Seitental, das touristisch sehr stark genutzt ist. Da sieht man doch mal die Brücke. Das war so ein Zubau zur Gemeindemühle, die ist als Waschhaus und als Holzlagerstätte verwendet wurde. Und was man da, also das war gerade die Firstfeier und sie haben sich wirklich die Mühe gemacht, dass sie das Fassl da hinaufgeschleppt haben, wenn man sieht, wo das Bierfass steht. Also. Was auch Teil dieses Bauprogramms war, waren Investitionen in der Tourismusinfrastruktur. Durch die Umstellung der Bahn von Kohlebetrieb auf Elektrizität sind die Umweltbedingungen schlagartig besser geworden. Und da haben wir eine Chance gesehen, dass man künftig touristisch den Ort anbieten kann und durch Gäste Einnahmen in den Ort bringt. Da ist eben eine Sprungschanze gebaut worden, es sind Wanderwege, so Schluchtenwege angelegt worden im Hinblick auf Tourismus. Die Nachbargemeinde Kirchbichl zum Beispiel, die haben dann ab Jänner 1933 die Würgl-Arbeitswertscheine verwendet, um mit dem Bau ihres Strandbades zu beginnen. Also da hat einfach die Nachbargemeinde sich angeschlossen. Da sieht man dann, wie das Bad fertig war. Fertig gebaut haben sie es dann leider nicht mehr damit, weil inzwischen ist die Aktion verboten worden. Das ist so ein Zahltag, wo, also die Arbeiter sind wöchentlich bezahlt worden. Nicht wie heute, dass man einmal Überweisung vom Gehalt aufs Konto kriegt, sondern das war wirklich, am Ende der Woche ist der Lohn bar ausbezahlt worden. Die sind dann meistens sofort zum Kaufmann, haben entweder ihre Schulden bezahlt oder haben eingekauft, weil einfach der Konsum notwendig war, wenn man arbeitslos ist und eine Familie hat, die versorgt werden will. Durch das war das Geld sehr schnell beim Kaufmann und die Kaufleute waren ja von Anfang an auch eingebunden in die ganze Kommunikation, wozu diese Aktion dient, und die haben das Geld sehr schnell an die Gemeindekasse zurückgebracht. Einerseits, um Steuern zu bezahlen, also man hat alle Abgaben an die Gemeinde, Wasser, Strom, was eine Kommune anbietet, war halt alles möglich in Arbeitswertscheinen zu bezahlen und vor allen Dingen auch Steuerrückstände. Also da sieht man auch noch so, es wurden hauptsächlich Straßen repariert, das war mal das der erste Punkt, der dringendste. Es sind Straßenbeleuchtungen auch gebaut worden oder Kanal, also Abwasserkanäle verlegt worden. Das sind so Bilder eben von Baustellen zu der Zeit. Das war die Hauptstraße durch Würgl. Ja, also dieses Würgler Freigeld hat eine große Vorbildwirkung gehabt. Das ist natürlich in der Presse damals auch nicht verborgen geblieben, wenn überall die Arbeitslosigkeit steigt und in einem Ort fällt sie dann, das fällt auf. Der Bürgermeister Michael Unterguckenberger war auch als Referent dann in sehr vielen Gemeinden eingeladen, hat das Konzept vorgestellt, ist unterstützt worden durch die damalige Freiwirtschaftsbewegung, die ja nach Schwanenkirchen gewartet hat, dass irgendwo ein Experiment gelingt, um vorzuzeigen, dass diese Theorie umgesetzt werden kann. In Österreich wollten 170 Gemeinden das Würgler Freigeld nachmachen. Einige haben begonnen, eben beispielsweise die Nachbargemeinde Kirchbichl, die einfach mit den Würgler Scheinen gestartet ist. Andere haben Beschlüsse gefasst, haben aber dann gewusst, es gibt ein Verbot, das im Jänner 1933 auf Druck der Nationalbank ausgesprochen worden ist. Mit der gleichen Begründung wie in Deutschland, Würgl verletzt das Banknotenmonopol. Würgl ist dann in Berufung gegangen und hat eben argumentiert, wir sind eine freiwillige Nothilfeaktion. Unser Geld hat keinen Annahmezwang, wie das bei Nationalbank, also bei gesetzlichen Zahlungsmitteln ist. Die Teilnahme ist freiwillig. Wir haben ja den Wert des Geldes bei der Raiffeisenkasse hinterlegt. Wir erschaffen kein neues Geld. Also der Vorwurf, sie hätten eigenmächtig neues Geld geschaffen, wollte man so entkräften. Nur das hat leider nichts genützt. Man hat auch eine Resolution ans Parlament verfasst. Nur in Österreich ist auch Pech gewesen für die Würgler. Der Staat Österreich war auf dem Weg zum Ständestaat. Das heißt, im März 1933 ist das Parlament ausgeschalten worden. Also da sind alle drei Nationalratspräsidenten zurückgetreten und haben nicht vereinbart, wann sich das Gremium wieder trifft. Also hat es keine parlamentarischen Sitzungen mehr gegeben bis zum Bürgerkrieg 1934.
Und also nach dem Bürgerkrieg waren sozialdemokratische Partei verboten. Also das war dann die Zeit des Austrofaschismus. Damit waren die Ideen dann sowieso vom Tisch. Also es hat leider keine Behandlung in einem gesetzgebenden Gremium gegeben, wo der Gesetzgeber sagen hätte können, solche Lösungen wären gesetzlich erlaubt. Und die Behörden haben dann nichts anderes gemacht, als die bestehenden Gesetze umgesetzt. Es war auch kein politischer Druck da, das zu verbieten, sondern es war einfach aufgrund der Gesetzeslage, dass dann die Behörden die bestehende Situation vollstreckt haben und damit das Ganze verboten haben. Würgler Freigeld und die Freiwirtschaft. Würgel ist eben sehr gern als Beispiel für das Funktionieren der Theorie dann ins Rennen geführt worden. Was man aus heutiger Sicht sagen kann, ist, dass Würgel kein Beweis für die Freiwirtschaft ist. Würgel war nur ein sehr geringer Anteil des Geldes überhaupt in Freigeld unterwegs. Es hat daneben immer das Nationalbankgeld gegeben. Das war eine klassische Komplementärwährung und das haben in Würgel nicht einmal alle Bürger mitbekommen, dass es das überhaupt gibt. Weil mitbekommen haben sie in erster Linie die arbeitslos waren. Die Gemeindevertreter, die sich um die Leute kümmern haben müssen und die irgendwo direkt in die Aktion involviert waren. Und dann ist es ja so, dass das Schwundgeld ja nicht unbedingt bei jedem beliebt war, weil eben man muss es ausgeben, sonst muss man die Marken kleben. Das ist ja nicht so angenehm, es ist mehr Aufwand. Also was danach passiert ist, ist oft eine Glorifizierung, die sehr gut gemeint war, die aber nicht unbedingt jetzt die Realität widerspiegelt. Das sind nun mal so kurze Zahlen, ich weiß nicht, ob das nicht so ausführlich ist, das wird alles zu lang. Aber es gibt eben eine Diplomarbeit von Thomas Wendel, der das ziemlich genau in Zahlen auch verpackt hat, also was das für Auswirkungen waren. Kurz zur Freiwirtschaft, also Silvio Gesell haben wir von Werner Onken einen wunderbaren, sehr langen Vortrag gehört. Die Freiwirtschaftslehre, natürliche Wirtschaftsordnung, gibt es die drei Grundforderungen und heute hört man meistens nur mal das Freigeld und dann noch ein bisschen die Bodenreform, also als Freiland, aber vom dritten F, von der Festwährung, das ist weitestgehend dann schon unbekannt. Also Freigeld, frei von Zins, die Geldbesteuerung, die Umlaufgebühr, Freiland heißt eine Vergesellschaftung des Bodens, nicht eine Enteignung wie bei Kommunisten, sondern wirklich den Freikauf des Bodens, also wenn jemand erbt oder verkauft, dass die Kommune das Vorkaufsrecht hat. Mit den Einnahmen dann aus dieser Bodenpacht sollten Mütter mit Kindern Geld erhalten. Das war das Ziel. Und Festwährung, das meint ein staatliches Währungsamt, das die Preisstabilität sichern sollte. Also weder Inflation noch Deflation. Man hat damals auch da recht markige Sprüche gehabt, dass Inflation und Deflation immer Raubzüge gegen die Bevölkerung sind. Also man ist da als Bewegung, als Freiwirtschaftsbewegung auch mit sehr klaren Aussagen aufgetreten. Die Freiwirtschaftsverbände haben sich gegründet im gesamten deutschsprachigen Raum. Also die hat es in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, auch in der Tschechoslowakei, also in den deutschsprachigen Gebieten haben sich überall diese Vereine formiert. Geld und Macht. Geld regiert die Welt, wer regiert das Geld heute? Also wenn man sieht, das Würgler Freigeld hat eine Kommune regiert. Also den Geldeinsatz über den Geldeinsatz in der Gemeinde, wofür wird das verwendet, unter welchen Bedingungen entsteht das, das hat die Gemeinde vereinbart. Wir haben heute ein Geldsystem, wo das sehr wenig hinterfragt ist in der Breite, da herinnen nicht, also das ist, da ist man schon sehr stark beim Hinterfragen. Sonst sind diese Umverteilungsfunktionen vom Geld meistens unbekannt. Also nicht nur von arm zu reich, das verteilt auch aus der ländlichen Region in die Ballungszentren, da wo die höhere Renditerwartung ist. Also selbst eine kleine Regionalbank wie unsere Raiffeisenkasse investiert nicht das ganze Geld der Sparer in der Region, sondern die investieren auswärts.
Das bewirkt eine Umverteilung von Süden in den Norden, von der Arbeit zum Kapitalgeber. Also in Österreich haben wir mehr leistungslose Einkommen als Arbeitseinkommen. In Deutschland wird das vermutlich nicht anders sein. Das Resultat ist eben eine Vermögensanhäufung bei wenigen. Da kann man aber sagen, gut, das ist jetzt nicht nur die Schuld vom Geldsystem. Der Staat hat ja als zweites Instrument der Steuerung die Steuer. Und wenn ein Steuersystem funktioniert, kann man ja gewisse Defizite ausgleichen. Das Geld, das wir heute verwenden, das ist ein Geld, das stammt aus der Feudalzeit, wo, das hat jemand schon festgestellt, das Geldsystem funktioniert genauso, wie es funktionieren soll. Es hat keinen Fehler, sondern wenn ich so ein System verwende, macht es eben genau das. Es verteilt von unten nach oben. Und wenn man sagt, okay, wir haben aber jetzt nicht mehr den Kaiser, wir haben keine Fürstentümer mehr, wir sind eigentlich der Feudalzeit entwachsen als Gesellschaft, wir sind heute eine Demokratie, dann müsste die Umverteilung der Spitzen nach unten wieder passieren. Und nach diesen Spielregeln hat die Fiskalpolitik der letzten 30 Jahre eben versagt. Und das hat auch einen Grund, weil die neoliberale Politik hat das ja bewusst ausgeschaltet. Das ist ja nicht zufällig passiert alles. Und heute ist es eben so, dass das Geldsystem die Demokratie bedroht. Und wenn man auf Griechenland oder Italien schaut, ich möchte nicht in einem Staat leben, der im Endeffekt eine Finanzdiktatur ist, weil diese Leute, die jetzt dort das Sagen haben, sind von keinem gewählt worden. Also sowas sollte man eigentlich verhindern. Geldentstehung haben wir auch schon gehört, die zweistufige Geldschöpfung, Notenbanken, Geschäftsbanken. Geld entsteht durch Kreditvergabe. Die Staaten müssen die Kredite am Finanzmarkt aufnehmen und dafür die Zinsen zahlen. Nach 1945 hat man auf das System ja auch reagiert und es waren sehr hohe Vermögenssteuern. Das Steuersystem generell geändert hat sich erst durch die neoliberale Politik in den 80er Jahren. Was das heißt, also es ist in die Vorträge schon oft genug angeklungen, im Groben kann man sagen, Gewinne privatisieren, Schulden sozialisieren, das ist jetzt also unser aktueller Staatsschuldenstand und den kann man sich täglich aktuell auf www.staatsschulden.at anschauen, ist auch nicht sehr erbaulich, also 219 Milliarden Euro. Was versteht man jetzt unter Demokratisierung des Geldes? Wenn man das Geldsystem an die Bedürfnisse der modernen Gesellschaft und Wirtschaft anpasst, heißt das, dass sich die Leute, also dass sich die Menschen und die Gemeinschaften die Macht über das Geld zurückholen sollten. Geld ist gesellschaftliche Übereinkunft, etwas als Tauschmittel zu verwenden. Das ist der einfachste Nenner. Und also es gibt diese unterschiedlichen Geldfunktionen, das hat vorher hat der Professor Fudas ausgeführt, diese Wertaufbewahrungsfunktion und die Tauschmittelfunktion und gleichzeitig die Wertmaßstabsfunktion, also da beißt sich was. Das ist so die Wunderwutzi, milchgebende Wollmilch-Eierfabrik oder so. Also es gibt einfach ein Problem auch in den Erwartungshaltungen an das System. Das Geldsystem kann nicht alles lösen. Folge von dem Geldsystem ist eben auch diese Entkoppelung des Geldwertes von der realen Wirtschaft. Und das ist schon etwas, was sehr erschreckend eigentlich ist, wenn man schaut, dass 87-88% der Geldmenge Spekulationsgeld sind und von dieser Geldmenge 2-3% für die Realwirtschaft reichen. Gut, das Problem haben wir, aber wie kann man das in Zukunft lösen? Die Geldarchitektur von morgen, ist auch schon mal angeklungen, sollte auf mehreren Ebenen passieren. Genau wie Wirtschaft heute auf mehreren Ebenen funktioniert. Und wenn Wirtschaft gut organisiert ist, gibt es auch unterschiedlich große Wirtschaftsräume. Also ich wäre für die Computerproduktion Bausteine, Rohstoffe aus der ganzen Welt benötigen.
für einen Haarschnitt, für Betreuungsdienst, für Lebensmittel wie Kartoffeln, also Grundnahrungsmittel, für Energieversorgung, brauche ich nicht unbedingt einen weltweiten Wirtschaftsraum. Die Wirtschaft heute basiert auf unterschiedlichen Ebenen und ich brauche nicht für jede Ebene einen weltweiten Austausch. Unser Geld heute aber ist wie das Flugzeug. Wir haben nur eins, also wenn man Geld mit Transportmittel gleichsetzt, wir fliegen heute alles mit dem Flugzeug. Und das macht nicht unbedingt Sinn, weil wir haben auch im Verkehr, wir haben die Eisenbahn, wir haben dann noch das Auto und wir haben das Vorradl. Also es macht durchaus auch Sinn, andere Transportmittel zu verwenden. Und das verstehen wir auch unter Demokratisierung des Geldes, dass man schaut, für welchen Zweck, für welchen sinnvollen wirtschaftlichen Kreislauf steht welches Verrechnungsmittel zur Verfügung. Und auch für welches Wachstumspotenzial. Wir haben halt eine super Technik, wir haben Internet, wir haben Speicher, die sind so schnell, das hätte sich vor 20 Jahren kein Mensch vorstellen können, was heute unsere Technik kann. Wir hätten diese Technik nicht ohne unseren Kapitalismus. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nur den Kapitalismus brauchen, sondern andere Wirtschaftsbereiche kommen ganz deutlich zu kurz. Und das sind genau die, die diese Wachstumserwartung nicht erfüllen. Technologie kann die Wachstumserwartung erfüllen, auch lange ein exponentielles Wachstum. Diese Wachstumserhaltung nicht erfüllen kann die Landwirtschaft. Wir zerstören unsere Böden durch diese Wachstumserwartungshaltung, durch Überdüngung, durch Übernutzung der Böden. Dieses Wachstum kann die Betreuung nicht bringen. Ich kann einen Menschen nicht mehr menschenwürdig in einer Minute ernähren. Wenn jemand pflegebedürftig ist, wird das eine halbe Stunde dauern und das kann ich nicht weiter rationalisieren. Ich kann die Kinderbetreuung nicht rationalisieren, ich kann die Bildung nicht weiter rationalisieren. Es stößt überall an natürliche Grenzen. Und was spricht dagegen, dass man unsere Gesellschaft so organisiert, dass man für unterschiedliche Wirtschaftsbereiche auch diesen Wirtschaftsbereichen dienliche Systeme verwendet? Das heißt, den Euro gar nicht einmal abschaffen, auch den Kapitalismus gar nicht abschaffen. Dass da reformbedürftig ist, ist eine andere Sache. Aber komplementär dazu für die anderen Bereiche, für die auch der Euro und das System gar nicht so dienlich ist, Systeme schaffen, die diese Wirtschaftsbereiche optimal versorgen. Und da ist im Grunde eine Weltwährung für den internationalen Austausch, dann diese nationalen oder supranationalen Währungen, Währungsräume, die wir jetzt schon haben, also wie Dollar, Yen, Euro und ergänzend dazu eben Regionalwährungen. Und das nicht irgendwie nur als Übergang, sondern wirklich als bestehende Struktur, die jetzt nicht nur in Krisenzeiten nützlich ist, sondern die für die Gesamtwirtschaft auf Dauer nachhaltig nützlich ist. Wenn man sich das anschaut, also die gesellschaftlichen Strukturen, wir kommen weg von der Industriegesellschaft, es reichen immer weniger Menschen, um die Produkte, die wir benötigen, zu produzieren. Was macht der Rest? Also es ist eine Frage, wie bewerten wir Arbeit und wer bestimmt über die Bewertung der Arbeit? Und gerade in dem Sektor gibt es durch Komplementärwährungen gute Möglichkeiten, gute Werkzeuge, die man auch sofort verwenden kann. Also ich brauche nicht darauf warten, dass irgendwo international jetzt beschlossen wird, ein großes System zu ändern, sondern das sind alles kleine Systeme, auf die sich Gemeinschaften einigen können und die sie sofort anwenden können. Wenn man schaut, Komplementärwährungen, also für autonomes Handeln und wirtschaftliche Selbstermächtigung für Individuen und Gemeinschaften. Also das sind Mittel, die auf regionaler Ebene ansetzen. Die können also sehr nützlich sein bei Bereichen wie der Grundversorgung mit Lebensmitteln, mit Energie, also Umstieg auf erneuerbare Energien, bei Betreuungsdiensten. Und da ist es auch so, dass solche Systeme, die entstehen, haben wieder eine soziale Komponente und die haben in der Regel auch eine größere Nachhaltigkeit. Sie sind verträglicher und nachhaltiger. Geldreformansätze auf der nationalen Ebene. So haben wir heute auch schon gehört, 100% Money, Irving Fischer, Vollgeldmonetative, Geldschöpfung wieder weg von den Geschäftsbanken, weil da gibt es überhaupt keine demokratische Kontrolle.
weder über die Menge, die entsteht, noch was dann damit passiert, sondern die Geldschöpfung wieder zurück zu den Zentralbanken geben. Heißt aber nicht ausschließlich, das sind eben diese sich ergänzenden Ebenen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich wandelt von der hierarchischen Struktur auf eine Netzwerkebene. Das ermöglicht sehr viel die Internettechnologie. Also das hat man sich auch früher nicht vorstellen können, dass es so viele selbstverwaltete Organisationen in der Breite gibt. Also das Organisationsmodell der Gesellschaft ist derzeit im Umbau von hierarchischen Strukturen hin zu Netzwerkstrukturen, zu organischen Strukturen. Die Finanzmarktregeln erneuern. Das heißt, wenn ich jetzt auch neues Geld mache, wenn ich Vollgeldansatz habe, ich habe aber trotzdem immer noch die bestehenden Systeme. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt da eine Geldreform und verliere die anderen Aspekte aus den Augen. Es gehört genauso Regulierungen für das bestehende System gefordert. Da ist ATTAC, also globalisierungskritische Netzwerk ATTAC, die schon sehr viele Diskussionsgrundlagen geliefert hat. Und wichtig ist, das sind alles keine fertigen Rezepte, sondern das sind alles Diskussionsgrundlagen. Sehr sinnvolle Vorschläge, die aber auf breiter Basis diskutiert und auch simuliert gehören. Da ist Forschung, da werden Universitäten sehr stark gefragt. Was man auch nicht vergessen darf, ist das Steuersystem der Staaten. Die Politik hat die Aufgabe, dass sie die Umverteilung gerecht regelt. Und daran sollte man sich vielleicht auch erinnern. Das heißt, es wird nicht ausbleiben, dass man die Besteuerung ändert und dass leistungslose Geldeinkommen einfach auch stärker besteuert werden, um nicht die Demokratie im Endeffekt wieder zu gefährden. Und Grundeinkommen, das war heute auch schon ein Thema. Und also wenn man ein Menschenrecht auf Leben in einer Gesellschaft wie der unseren definiert, heißt das auch ein Menschenrecht auf Geld. Ein Menschenrecht auf Teilhabe und ein Menschenrecht auf Teilhabe an jetzt privatisierten Rohstoffen und Land. Privare heißt entziehen. Privatisierte Rohstoffe heißt, dass der Einzelne darauf keinen Zugriff hat. Wenn ich aber das Recht an Menschenrecht auf Leben auf diesem Planeten ernst nehme, habe ich auch ein Anrecht auf Teilhabe an diesen privatisierten Rohstoffen. Also ist bedingungsloses Grundeinkommen, wie immer man das nennt, auch ein Handlungsfeld. Also die Problematik heute ist sehr komplex und die Gefahr ist, dass sie vereinfacht wird. Dass man sagt, das Zinsverbot ist die Lösung oder machen wir das, dann ist das die Lösung. Es ist eine sehr, sehr komplexe Materie und sie muss auch sehr komplex von sehr vielen Seiten angeschaut werden. Nochmal kurz eben zur Weltwährung, da gibt es Vorschläge, dem Banker von John Maynard Keynes, Bretton Woods 1944, ist leider nicht umgesetzt worden, es hat sich dann der Dollar als Nationalwährung, also als Weltwährung durchgesetzt. Es gibt ein historisches Beispiel, das kennt man vielleicht nicht so, das war die Europa. Wir haben heute den Euro, also der Euro, und 1933 ist die Europa vorgeschlagen worden. Das Modell gibt es auch heute als Terra wieder vorgeschlagen, der Bernard Lyotard unterstützt es sehr stark. Das war der Vorschlag, dass das eine internationale Verrechnungswährung ist, die aus einem Warenkorb zusammengesetzt ist, das damals die 12 wichtigsten Waren und Dienstleistungen beinhaltet hat. Das System hat sich leider nicht durchgesetzt. Also ein weiteres Beispiel für so ein weltweites Verrechnungssystem wäre der Globo, den ATTAC fordert. Geldreform, Vollgeldtaxus, nur mal kurz, eben Irving Fischer, 100% Geld, die Vollgeldreform von Professor Huber, also der Vollgeldansatz mit der Monetative. Man sieht, es sind wieder ähnliche Inhalte wie bei der Festwährung beim Silvio Gesell. In Wörgl damals, die Raiffeisenkasse war eigentlich eine Festwährung. Die hat nicht Geld schöpfen können. Die hat ihre Spareinlagen gehabt und hat aus dem Kredite vergeben. Das wäre die Funktion der Banken der Zukunft. Sie schöpfen nicht mehr, sie verteilen. Also die Kredite verteilen machen sie nach wie vor. In der Schweiz gibt es dazu bereits eine überparteiliche Initiative, die ihre Nationalbank dahingehend umbauen wollen. Unter Momo, Vollgeld CH, findet man das auch im Internet. Taxos,
Also der Staat braucht nicht Borgen, das hat der Israel Bound 1945 geschrieben. Und er hat Wörgl besucht und das war seine Lehre aus dem Wörgl-Besuch. Aufbauend auf dieser Idee, dass der Staat gar nicht Borgen braucht, weil er ja seine Bürger hat, die die Steuern bezahlen, die das ja schon alles einmal bezahlt haben, ist auch dieser Taxusvorschlag, den hat der Ernst Dofner von Invo Österreich ausgearbeitet. Der Staat muss weder kaputt gespart werden, noch muss er immer mehr Schulden machen. Und die Idee dahinter ist, dass die Kredite nicht vom Finanzmarkt kommen, sondern dass Kommunen mit Gutschriften auf Steuereinnahmen bezahlen. Dass die einfach Steuergutschriften zur Finanzierung verwenden. Das kann nicht nur der Staat machen, das kann auch eine Kommune machen. Also die Demokratisierung heißt auch, auf sinnvolle kleinere Einheiten die Verantwortung abgeben. Nicht wieder eine große Zentrale schaffen, die alles regelt, sondern zu schauen, wo ist auch die Steuerhoheit, dort sollte auch die Entscheidungshoheit und die Geldhoheit zum Teil liegen. Das ist jetzt sehr ausführlich, nur in Schlagworten. Wir haben uns in Österreich, gibt es jährlich Treffen der Tauschsysteme in Salzburg. Wir haben also Initiative Neues Geld und die haben sich überlegt, welche Kriterien, welches Leitbild steckt denn hinter diesen neuen Geldern? Was sollen sie erfüllen? Wertstabilität, dass ein Gegenwert da ist, dass man nicht einfach aus nichts Geld macht, dass sie demokratisch sind, dass jeder Zugang hat und damit fallen zum Beispiel Metallwährungen aus, weil zu Gold hat nicht jeder Mensch Zugang, zu Silber hat nicht jeder Mensch Zugang. Also wie entsteht Geld, was ist die Deckung dafür? Er sollte gemeinschaftsbildend sein und nachhaltig, also nachhaltige Strukturen unterstützen. Was man heute an Komplementärwährungen im Groben unterscheiden kann, sind Systeme, die in Euro-Deckung gehen. Das ist wie Chiemgauer, die klassischen Regiogelder, Waldviertler. Dann gibt es Mischsysteme, die einerseits auf Euro-Basis sind und andererseits auf Zeitbasis oder in Leistungsverrechnung arbeiten. Das sind bei uns der Talentetauschkreis Vorarlberg oder in Deutschland die Regiostar, soziale Genossenschaft. Und es gibt eben Systeme, die rein auf Leistungsdeckung sind, Tauschkreise oder das Sparta-System oder die Wirbank zum Beispiel in der Schweiz. Und so im Groben sind die noch Nationalbank-geldgedeckten Systeme ein Geldersatz und die leistungsgedeckten sind eigentlich neue Gelder. Weil dafür muss man nicht vorher irgendwo einen Euro verdient haben, dass die entstehen können. Bei uns in Österreich gibt es keine so klare Abgrenzung zwischen Tauschkreisen, Tauschringen und Regiogeldern. Das ist eher in Deutschland, was ich so aus der Entfernung mitkriege, eher die Trennung, das sind die, die tauschen und das sind die, die Regiogeld machen. Wir sind ein sehr kleines Land, ist sehr kleinräumig und da vermischt sich das viel eher. Wir haben an die 40 Tauschsysteme. Das erfolgreichste ist sicher der Talente-Tauschkreis Vorarlberg. Also wenn jemand irgendwann einmal Exkursion vorhätte nach Österreich, kann ich die bestens empfehlen, weil die haben vom Tauschkreis bis zu funktionierenden Gemeindegelder bis zu Zeitvorsorgemodelle, die sie ausgearbeitet haben für Zeitbanken, jede Menge Modelle, die in Umsetzung sind, an denen sie arbeiten und die haben sehr wertvolle Ideen und Informationen. Wir haben die Waldviertler Regionalwährung, klassisch wie den Chiemgauer. Das ist das größte Regiogeld in Österreich. Was bei Waldviertler wie bei den Vorarlberger ist, dass diese Zweitgelder als Steuerzahlungsmittel akzeptiert sind. Das ist, weil in Österreich die Initiativen jetzt nicht sie politisch engagieren und von oben Partei gründen oder sonst was machen, sondern direkt in den Gemeinden oder dort, wo sie was brauchen, andocken. Und so haben die Vorarlberger zum Beispiel große Unterstützung der Landesregierung. Und die haben wirklich von der Landesfinanz aus festgestellt, dass die Gemeinden das als für alle Gebühren, ob das Kindergarten, Müllabfuhr oder sonst was ist, genauso annehmen dürfen wie für Kommunalsteuer, Hundesteuer, Grundsteuer und etc. Also alles, was in Gemeindekompetenz fällt. Was wir noch haben in Österreich, ist der Tauschkreisverbund Ostösterreich und da gibt es Zeitwertscheine, die zeige ich dann gleich nachher. Und Daim Sozial in Oberösterreich ist ein Nachbarschaftshilfswerk, ist auch eins von den größeren, sehr schnell wachsenden Systemen. Das sind die Zeitwertscheine, ich habe die auch physisch mit und lasse die gern rumgehen.
Das war die Idee, dass sich vier große Tauschsysteme zusammengeschlossen haben in Wien, Niederösterreich und ein neuer, kleinerer Tauschkreis im Burgenland. Wenn man Guthaben auf seinem Tauschkreiskonto hat, kann man sich das in Form von Bargeld auszahlen lassen. Das sind diese Zeitwertscheine, die sind nicht umwechselbar in Euro, aber damit haben Tauschkreismitglieder Bargeld in der Hand. Ist klar getrennt vom Euro, aber eben eine andere Form des Bargeldes. Verbunden mit solchen Regiogeldern oder Tauschsystemen, wie immer, ist eine Form, dass man auch anders wirtschaftet. Weil das machen die meisten der Systeme klar, dass man mal Bewusstsein schafft für Wirtschaftsstrukturen, weil wozu ist denn Wirtschaft überhaupt da? Und wenn man anschaut, was das jetzt im Zusammenhang mit neuem Geld bedeutet, anders wirtschaften, kann man sagen, dass der Genossenschaftsgedanke ganz ein wichtiger ist, dass der neu belebt werden sollte. Also heuer ist das internationale Jahr der Genossenschaft. Es gibt ein sehr gutes Vorbild in Deutschland, das ist eben der Regiostar-Genossenschaft in Berchtesgaden, die den Sterntaler herausgeben. Franz Galler ist vielleicht eh vielen ein Begriff. Da geht es darum, dass man auch in die Region investiert, und zwar auch Euro. Also nicht nur ein Tauschkreis und ein Regiogeld, sondern die bauen Photovoltaikanlagen, die betreiben Permakulturgärten. Man schaut, dass in der Region investiert wird. Die Wirbank in der Schweiz ist auch schon kurz angesprochen, seit 1934 funktionierendes Verrechnungssystem. Schweiz, das einzige Land der Welt, das zwei gesetzliche Währungen hat, das ist meistens auch nicht bekannt. Das JAK-Modell aus Schweden, zinslose Wohnbaufinanzierung. Zinslos geht auch mit bestehendem Euro. Kommunen als Träger solcher gemeinwirtschaftlichen Projekte. Das ist auch ein großes Thema, das ist die politische Dimension. In Wörgl war es ein Bürgermeister. Und es wäre ein großer Wunsch und eine große Chance, wenn die Bürgermeister der Zukunft oder die wir jetzt haben, in diese Richtung auch denken würden und sich interessieren würden. Wir haben in Wörgl heute kein Freigeld. Ich kann nachher erklären, wenn es gewünscht wird, warum. Aber wir haben ein anderes Beispiel. Die Wörgler Stadtwerke mit Sonnenscheinen. Wörgl hat beschlossen, bis 2025 energieautark zu sein und hat dazu einen Solarpark gebaut. Um die Bürger daran zu beteiligen, kann man 20 Jahre seinen Strom im Voraus bezahlen und bekommt eine garantierte Kilowattleistung für diese 20 Jahre. Das heißt, ich habe kein Preissteigerungsrisiko. Die 174 Sonnenscheine waren in einem Tag weg. Und die Stadtwerke haben Bargeld am Tisch ohne Zins. Risiko ohne Finanzmarktkosten für den Bau vom nächsten Solarpark. Ein Beispiel, wie man auch mit Euro anders umgehen kann. Energiegedeckte Regionalwährungen sind generell eine Chance für die Zukunft und auch jetzt eine Chance im Klimawandel, dass man Bürger gewinnt, ob das in Genossenschaftsform ist oder in kommunalen Stadtwerken, Versorgungsdienstleistern. Die Leute sparen vermutlich lieber ihr Geld, das sie auf der Bank haben, bei den Stadtwerken, weil da sparen sie sich dann Stromkosten auch noch. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man auch den Euro aus der Finanzblase in die Realwirtschaft bringt, in Investitionen für erneuerbare Energie. Vorschlag, Expressgeld statt Euro-Austritt, war auch schon Thema, da mag ich jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen. Das ist vielleicht auch so eine kleine Anregung, was ist was wert? Das war die Arbeit von einem Vorarlberger Künstler. Eine Geldtasche mit besonderem Inhalt. Da steckt nämlich im Euro die Regionalwährung. Und der Euro ist die Geldtasche. Gut, also wir sind ein Verein, 2003 gegründet, für Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Wörgler Freigeld und Komplementärwährungen heute. Wir haben 2005, also ein bisschen vorher war es ein Jugendprojekt initiiert, wo Jugendliche mit Zeitwertkarten für Hilfsdienste belohnt werden. Also eine Komplementärwährung ist bei uns eine Zeitwertkarte. Die schaut so aus, ich habe sie mit, sie liegen auch Prospekte hinten auf. Infos zu unserem Verein gibt es natürlich online. Wir haben 2007 ein Freigeldjahr durchgeführt und haben, da hängen so, eins von den Plakaten hängt da, da liegt noch eine ganze Menge anderer. Bitte gern mitnehmen, wenn es jemand interessiert.
Das war unser Jugendprojekt, was wir auch Schulen angeboten haben zur Information. Das sind Plakate, die einfach ein Hingucker sein sollen, über Geldgeschichte, wie entsteht Geld heute, was ist zukunftsfähiges Geld, was gibt es an Alternativen, Geldarchitektur. Also diese ganzen Themen sind da verpackt in der Ausstellung und in diesen Heften. Also wenn man sich über die Aufmachung wundert, das ist ein Jugendprojekt. Und die Vorder- und Rückseite hat der Würgler Jugendbeirat selber gestaltet. Die Plakate hat ein Würgler Grafiker gemacht. Wir haben uns zur Initiative Neues Geld in Österreich, die gibt es also ungefähr seit 2007, und das sind Vereine und Genossenschaften, die in Österreich Tauschsysteme umsetzen. Das ist irgendwie ein loses Netzwerk, wo wir untereinander halt in Verbindung sind und wo Informationen fließen. Wir haben 2008 eine Petition ans Parlament gemacht, um auf Komplementärwährungen und die Chancen der Komplementärwährungen hinzuweisen. Die ist behandelt worden, ist ans Finanzamt zur Stellungnahme gegangen, also vom Petitionenausschuss ans Finanzamt. Dort hat man festgestellt, ja, wir haben ja jetzt den Euro, aber so im Hinblick auf die Zukunft sollten wir das vielleicht nicht ganz aus dem Auge verlieren. Und jetzt liegt sie halt in der Schublade. Ist aber weiter nicht tragisch. Der Weg der Initiativen ist eher der, dass man gesagt hat, jeder geht vor Ort, wenn er weiß, was er will. Zu seinem Politiker, zu seinem Bezirk, zu seinem Bürgermeister, zu seinem Landeshauptmann und macht es vor Ort. Also nicht eine Partei gründen, für alle fordern, sondern schauen, wir bauen unsere Systeme, was brauchen wir an Änderung, und mit diesen konkreten Vorschlägen dann vor Ort zu den bestehenden Politikern gehen. Einfach vor dem Hintergrund, wenn ich heute eine Partei gründe, dann wäre ich im bestehenden System als erstes als Opposition wahrgenommen und abgelehnt. Wenn ich zu bestehenden Politikern gehe und sie davon überzeuge, dass die Sache gut für ihre Region ist, tun sie sich viel schwerer, das abzulehnen. Das ist so der Hintergrund der Arbeit eben in Österreich. Und also warum ich persönlich jetzt zum Beispiel auch keine Partei gründen würde. Gut. Geldausstellung, nur kurz eben, da liegen die Plakate, die Sachen sind eh da. Internetseite gibt es auch, neuesgeld.com. Das sind unsere Jugend-Zeitwertkarten, wer sich dafür interessiert, unter iMotion Würgl. Abschließend nochmal so zusammenfassend, also ich habe das eh schon alles einmal irgendwo gesagt, durch die Netzwerkstruktur im Geldsystem auch das hierarchische System ergänzen. Also das wäre Demokratisierung des Systems und nach dem Prinzip der Subsidiarität. Also da, wo es Sinn macht, möglichst kleine Einheiten, weil die können effizienter arbeiten wie oft große Einheiten. Das heißt, in der Umsetzung, wie soll man vorgehen? Wir haben ein großes Bildungsdefizit zu diesen Themen. Das erste wäre Information, Information, Information. Von Schulen, Erwachsenen, am besten wäre im Hauptabendprogramm vom Fernsehen. Das ist ein bisschen schwierig, aber das wäre das Beste. Und dann wirklich auf demokratische Prozesse setzen, wenn Leute aufgeklärt sind und abstimmen können, man gibt ihnen die Infrastruktur für ein anderes Geldsystem, dann werden sie sich auch dafür entscheiden. Gut, also Geld als gestaltbar wahrnehmen und als Infrastruktur für Gemeinschaftswesen, das wäre so das Ziel. Und damit bin ich am Ende.